So, es geht los. Lieber Kollege Dirksmeier, sehr geehrte Damen und Herren, dear all. Ich freue mich sehr, Sie, Herr Dirksmeier, als Hauptperson und natürlich auch die vielen Gäste zu dieser Antrittsvorlesung begrüßen zu können. Mit dem kurzen Dear All sind alle angesprochen und inkludiert. Zudem soll es ein Signal dafür sein, dass die Verhältnisse zwischen uns und zwischen diesem Haus und der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät erfreulich unkompliziert sind. Es ist also keinesfalls despektierlich gemeint gewesen. Als Dekan, so ist es inzwischen das Ritual in der neuen Großfakultät, bin ich für die allgemeine und damit kurze Vorrede zuständig, während sich der Sprecher des Fachbereiches um die wissenschaftlichen Meriten des Kollegen zu kümmern hat. Aber das eigentlich wichtige Event stellt natürlich die Antrittsvorlesung dar. Heute kann ich zudem noch kurz Dank an all diejenigen Förderer und Unterstützer abstatten, die großzügig diese Einrichtung ermöglicht haben. Der Rest, also der Akt der Ernennung zum Honorarprofessor und die heutige Antrittsvorlesung, basiert auf diesen elementaren Vorleistungen. Um Vorleistungen geht es im Grunde auch bei dem Thema, für das Kollege Dirksmeier inhaltlich steht und wirbt und zu dem er nun auch in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät lehrt und forscht. Denn weder der moderne Verfassungsstaat noch die globalisierte Ökonomie kommen ohne weitere, im Grunde systemexterne Voraussetzungen aus. Zudem können Sie diese Voraussetzungen und Bestandsbedingungen nicht selbst gewährleisten. Und schließlich stehen eben diese Voraussetzungen und Bestandsbedingungen häufig in einem schwierigen Spannungsverhältnis zueinander. Ethik und Wirtschaft, demokratische Politik und kapitalistische Ökonomie, Freiheit und Effizienz sind nur einige Stichworte, bei denen das kleine Wort und auf einen sehr problematischen Sachverhalt hinweist. Wie eben diese Schwierigkeiten zu lösen wären, darf ich Ihnen jetzt nicht anvertrauen. Ich kann und muss Sie vielmehr um Vertrauen bitten, freilich weniger in mich als in den Vortrag von Kollegen Dirksmeier. Der kann das angedeutete Thema in kompetenter Weise behandeln. Bevor ich dies tue, berichtet Kollege Biewen über die Meriten von Herrn Dirksmeier und kann beweisen, dass Sie Ihren Vertrauensvorschuss, den Sie mir und damit auch ihm gewähren, durchaus auf Kompetenzvermutungen begründen können. Man könnte vielleicht auch ein neumodisches Wort verwenden. Sie können auf seine enormen Capabilities hoffen, nachdem er jetzt in Boston sozusagen mit Amartya Sen zusammen war. Aber genug der Vorrede. Ich wünsche allen Anwesenden einen interessanten Abend und übergebe das Wort an Herrn Biewen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Dirksmeier, liebe Studierenden, auch liebe Vertreter der Stiftung Weltethos, insbesondere Herr Eberhard Stilz und Herr Professor Küng, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen. Aber schauen wir uns doch mal an, wo wir hingehen. Als Wirtschaftsprüfer fallen uns vielleicht eines Tages 55 Milliarden verschwundene Euro nicht auf. Als Marketing-Experten sind wir irgendwann gezwungen, elegant die Gentechnik im Produkt verschwinden zu lassen. Als VWLer verlangt die Gesellschaft, dass wir ein besseres und nachhaltigeres Maß für die Wohlfahrt suchen als das BIP. Als Politikberater sind wir vielleicht verantwortlich für die Empfehlungen, die in Krisenzeiten über das Wohl und Wehe ganzer Nationen entscheiden können. Oder wir versuchen als Lobbyisten, die Politik auf unsere Seite zu gewinnen. Als Unternehmensberater braucht man gar nichts mehr machen, man hat direkt den schlechtesten Ruf der Nation. Und als Banker ist man am Ende Erzfeind einer ganzen Protestbewegung. Leider hatte diese Verantwortung in unserem Studium keinen Platz. Natürlich geht es an einer Universität um Wissenschaftlichkeit. Ich zitiere weiter. Deshalb verstecken sich die VWLer gerne hinter der Effizienz und die BWLer hinter Dingen wie den Prinzipien ordnungsmäßiger Buchführung. So etwas Unkonkretes wie Wirtschafts- oder Unternehmensethik passt da schlecht ins Konzept. In der universitären Ausbildung muss es aber meiner Meinung nach auch darum gehen, ein Mensch zu werden, der Akteur in der Gesellschaft sein kann, der Verantwortung übernehmen kann, der weiß, nach welchen Prinzipien er handelt. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Verantwortung einen größeren Platz in unserem Studium gehabt hätte. Denn das, womit wir uns in unserem Studium beschäftigen, egal ob als BWLer oder VWLer, berührt so viel im Leben der Menschen.
Und mit diesen Berührungspunkten steigt die Verantwortung, die uns am Ende aufgebürdet wird, ob wir wollen oder nicht, wenn wir durch diese Tür gehen in einen Beruf. Wenn diese Verantwortung nicht wahrgenommen wird, gehen plötzlich die Leute gegen den eigenen Berufsstand auf die Straße. Zitat Ende. Diese Ausführungen, gern auch mit Applaus, stammen natürlich nicht von mir, sondern sind wortwörtlich übernommen aus einer Rede des Absolventen Philipp Stiels bei der Zeugnisverleihung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät am 24.06.2011. Ich denke, Sie sagen sehr viel, vielleicht sogar auch alles darüber aus, warum wir uns heute Abend hier zusammengefunden haben. Schon seit einiger Zeit spüren wir das immer sich klarer artikulierende Bedürfnis auf der Seite unserer Studierenden, neben den wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten auch etwas über die ethischen Grundlagen und Implikationen unserer Wissenschaft zu erfahren. Und dies gerade von den besonders begabten und leistungsfähigen Studierenden. Und so ist es ein absoluter Glücksfall, dass ich mit der Gründung des Weltethos-Instituts im Jahre 2012 und der Berufung von Klaus Dirksmeier zu dessen Direktor die Möglichkeit für unseren Fachbereich, also im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, ergibt, diesem Bedürfnis nachzukommen. Erlauben Sie mir ein paar Worte zu der Vita des heute zu Ehrenden zu sagen und zu seinen Stationen hier auf dem Weg zu uns nach Tübingen. Klaus Dirksmeier studierte von 1990 bis 1995 Philosophie, öffentliches Recht und systematische Theologie an der Universität Hamburg, wo er im Jahre 95 mit Magister abschloss. Im Jahre 1997 folgte ebenfalls an der Universität Hamburg seine Promotion im Fach Philosophie zum Thema das Noumenon Religion, eine Untersuchung zur Stellung der Religion im System der praktischen Philosophie Kants. Im Anschluss an seine Promotion arbeitete Herr Dirksmeier von 1997 an als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Philosophie der Universität Jena, wo er im Jahre 2002 ebenfalls im Fach Philosophie mit einer Habilitationsschrift zum Thema der absolute Grund des Rechts, Karl Christian Friedrich Krause, in Auseinandersetzung mit Fichte und Schelling habilitiert wurde. In den Jahren 2001, 2002 war Dirksmeier unterstützt durch ein Stipendium der Görres-Gesellschaft, Gastprofessor und Research Fellow an verschiedenen Universitäten in Spanien, Uruguay und Argentinien. Im Zeitraum von 2002 bis 2011 begleitete er dann eine Position als Associate Professor am Stonehill College in Boston, Massachusetts, welche 2006 in eine Lebenszeitstelle umgewandelt wurde. Und im Jahre 2011 folgte dann seine Ernennung zum Full Professor, nämlich Distinguished Professor for Globalization Ethics, ebenfalls am Stonehill College in Boston. Diese Position hatte er bis 1912 inne, als er, wie wir alle wissen, dem Ruf auf den Direktorposten des Weltethos-Instituts folgte, in dessen schönen Räumlichkeiten wir heute diese Veranstaltung durchführen dürfen. Professor Dirksmeier ist international ausgewiesener Wissenschaftler und Hochschullehrer auf dem Gebiet der Wirtschaftsethik. Mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten hat er Beiträge zu Fragen der Wirtschafts- und Unternehmensethik im Zeitalter der Globalität, dem Verhältnis von Freiheit und Verantwortung, zum Konzept wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit, zur Frage der intergenerationalen Gerechtigkeit sowie zu den philosophischen Grundlagen der Wirtschaftswissenschaft geleistet. Seine umfangreiche Veröffentlichungsliste umfasst einschließlich des in der Erscheinung begriffenen Werks Quantitative versus Qualitative Freiheit 4 Monographien und eine beeindruckende Anzahl von Artikeln in referierten Zeitschriften, zum Beispiel im renommierten Journal of Business Ethics, in Business Ethics Quarterly und der Zeitschrift für Politikwissenschaft. Er erwarb sich weiterhin Verdienste um die Anwendung und Verbreitung wirtschaftsethischer Grundsätze in der Praxis, so als Vorstand des Humanistic Management Network, als Forschungsdirektor des Sustainable Management and Measurement Institute Summit sowie als Forscher am Strategy Institute der Boston Consulting Group. In seiner kurzen Zeit als Direktor hier des Weltethos-Instituts hat er dieses Engagement konsequent weitergeführt, etwa mit der UN-Initiative für verantwortungsvolles Management-Ausbildung mit der Reihe Klüger Wirtschaften oder auch mit seiner Teilnahme an der von unserem Fachbereich im Herbst organisierten Podiumsdiskussion zum Thema Ethik und Wirtschaftswissenschaft, Traumpaar oder Gegensatz. Mit seinem Profil passt Klaus Dirksmeier perfekt zum wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich und zur Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät. Erstens ist er als ausgewiesener Wirtschaftsethiker in der Lage, das eingangs beschriebene Bedürfnis unserer Studierenden nach
wirtschaftsethischer Reflexion zu befriedigen. Zweitens passt sein zweiter großer Schwerpunkt, nämlich der der Globalisierung und Globalität, genau zu der sehr stark inhaltlich international orientierten Ausrichtung unseres Fachbereichs. Und drittens, schon vom Dekan angedeutet, wird sein interdisziplinäres Profil sicherlich weiter zur Integration unserer Großfakultät beitragen. Der Dekan nickt und ich bin auch sehr erfreut zu sehen, welche schon, muss man sagen, außergewöhnlichen Zuhörermassen diese Veranstaltung heute angezogen hat, einschließlich fast der Teilnahme des Rektors, der jetzt wohl doch nicht gekommen ist, aber den können wir normalerweise auch nicht bei solchen Veranstaltungen begrüßen, aber immerhin hat er ja vorgehabt, hierher zu kommen, was beachtlich ist. Professor Dirkmeier wird zu dem Thema ökonomische Freiheit und Verantwortung bei Amartya Sen sprechen. Als Ökonom und langjähriger Armuts- und Verteilungsforscher bin ich über diese Themenwahl geradezu entzückt. Herr Dirksmeier hat mir auch gerade gesagt, dass er in Boston dann auch die Gelegenheit hatte, sich persönlich mit Herrn Sen über diese Fragen auseinanderzusetzen. Also wird er sicherlich sehr kompetent und interessant über dieses Thema sprechen können. Es ist auch meine persönliche Meinung, um zum Beginn ein bisschen zurückzukommen, dass wir etwas mehr Philosophie wieder in der Wirtschaftswissenschaft brauchen. Die Wirtschaftsethik und Philosophie der Wirtschaftswissenschaft werden sicher nicht die Kernelemente der ökonomischen Analyse, die sich einfach in weiten Teilen mit der positiven Untersuchung von menschlichem Verhalten oder wirtschaftlichen Mechanismen beschäftigt, ersetzen können. Gleichzeitig kann und darf es aber nicht sein, dass wir, sei es als wissenschaftlich oder praktisch orientierte Ökonomen, die Tatsache aus dem Auge verlieren, dass auch jeder Aspekt unserer eigenen Tätigkeit einer methodischen und moralischen Reflexion bedarf. Lieber Herr Dirksmeier, ich begrüße Sie ganz herzlich in diesem Sinne als Honorarprofessor am wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich in unseren Reihen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit, die ja bereits in vollen Touren läuft, und wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag. Dankeschön. Ups. Da hat der Herr Biewen gerade meine Rede nass gemacht. Oh, Verzeihung. Ich muss ihn mal eben kurz abwischen. Aber dann fängt das Ganze gleich etwas lockerer an. Das ist auch gut so. Denn, und die Anrede kommt gleich, das Förmliche. Ich wollte Ihnen sagen, viele von Ihnen erwartet jetzt ja etwas akademisch Trockenes. Ansonsten würde ich die Geflogenheiten der Uni sprengen. Und damit Sie sich sozusagen in einer Vorerwartung schon darauf freuen können, wenn es vorbei ist, möchte ich sagen, dass wir in 45 Minuten dort hinten Brezeln haben und für die informierten Schwaben Butterbrezeln. Also wir lassen es richtig krachen, auch etwas Wein. Und man hat mich vorher gefragt, ja, ist doch schade, wenn es keine Diskussion gibt. Auch das ist der Förmlichkeit geschuldet, aber Sie dürfen natürlich diskutieren, untereinander mit mir hinten beim Wein. Und es gibt einen Schriftentisch, auf dem Sie alles das, was ich Kluges von mir zu geben habe, ausgebreitet sehen. Sie können sich also dort auch weiter noch mit befassen. Also in 45 Minuten wird es gesellig, jetzt akademisch. Lieber Herr Küng, lieber Herr Stilz, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Freunde des Weltethos-Instituts, liebe Studierende. Ich danke Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen heute, und zwar keineswegs nur der Form halber, sondern vor allem der Sache wegen. Sie bezeugen damit ein Interesse am Werk des Ökonomen und Philosophen Amartya Sen, das Sie ebenso ehrt wie ihn. Wie kaum ein anderer zeitgenössischer Ökonom hat Sen sein Werk in den Dienst humanitärer Ziele gestellt. Die Royal Swedish Academy of Sciences, die ihm 1998 den Nobelpreis für seine Arbeiten in der Welfare Economics verlieh, begründete ihre Entscheidung für Amartya Sen gerade damit, dass sich sein Werk als highly instrumental in restoring an ethical dimension to economics erwiesen habe. Und genau diese ethische Dimension der Ökonomik steht auch nun im Vordergrund meiner Ausführungen. In den nächsten 45 Minuten möchte ich mit Ihnen erwägen, wie wir Akademiker dem immer lauter werdenden öffentlichen Ruf nach mehr Verantwortung in der Ökonomie entsprechen können. Dazu werden wir uns, orientiert an Gedanken Sens, auf einige
sehr grundsätzliche Fragen einlassen, wie das Verhältnis von Sein und Sollen bzw. Fakten und Werten in der Ökonomik, auf die Rolle von Freiheit in Theorie und Praxis der Wirtschaft sowie auf das Verhältnis von Wirtschaftswissenschaft und wirtschaftender Gesellschaft. Nach kurzen einleitenden Worten zu Sens sozial-ethischen Leitmotiven steuere ich auf der Wegstrecke meines Vortrags die folgenden drei Stationen an. 1. Abschied vom Nutzen. 2. Aufbruch zur Freiheit. Und 3. Von Substantive Freedom zu kosmopolitischer Verantwortung. Amartya Sen beklagt, dass wir in einer Welt leben, in der unprecedented opulence und remarkable deprivation, destitution and oppression unvermittelt nebeneinander stehen. Mit constructive impatience bemerkt er, wie wir und wie weit wir hinter unseren Möglichkeiten, menschliches Elend zu lindern, zurückbleiben. Nicht Globalisierung sei schuld an der Misere, sondern ihr Missmanagement. Letzteres resultiere auch aus Missverständnissen über Sinn und Zweck des Wirtschaftens. Eine Abwendung von materiellen Wohlstandsbegriffen zu einer an Substantive Freedom ausgerichteten Konzeption sei vonnöten, meint Sen. Dabei solle die individuelle wie institutionelle Inanspruchnahme von Freiheit kosmopolitisch so austariert werden, dass die Freiheit der einen die Befreiung der anderen nach sich zieht. Leitziel ist, jedem Menschen dieser Erde ein Leben in würdiger Freiheit zu ermöglichen. Dafür möchte Sen schlechthin alle Individuen, Institutionen, Staaten in die Pflicht nehmen. Alle, die helfen können, unilateral und allein darum, weil und soweit sie es vermögen. Niemand dürfe, ja niemand könne sich aus dieser Menschheitspflicht herausklügeln. Dieses leidenschaftliche, kosmopolitische Plädoyer ist nicht bloß Sens Wunschvorstellung. Er stellt ein integrales Postulat seiner Wirtschafts- und Sozialphilosophie dar. Amartya Sen präsentiert es nicht als eine zu seiner wissenschaftlichen Arbeit noch hinzugefügte private Wertung, sondern als ihr Resultat. Sein Appell versteht sich also nicht als moralisierende Forderung, sondern als moralische Folgerung, als Korollarium von Prinzipien, auf deren Einhaltung wir, theoretisch wie praktisch, für gewöhnlich selber pochen. Für die Substantive Freedom aller einzutreten, sei keine Sache der Kontingenz, sondern der Konsequenz. Denn, so Sen, die eigene Freiheit zu fordern, ohne die der anderen zu fördern, ist verallgemeinert gedacht widersprüchlich. Ich beginne nun mit Teil 1 meiner Ausführungen, Abschied vom Nutzen. Sen empfand stets Skepsis gegenüber dem utilitaristisch-welfaristischen Versuch, qualitative Debatten um das Gute zu verabschieden und durch rein quantitative Entscheidungslogiken zu ersetzen. Denn die dem zugrunde liegende Unterstellung, dass die Maximierung von Utility messbar zum Glück oder zur Wohlfahrt aller beiträgt, steht und fällt mit der Operationalität von Nutzenvergleichen. Die Wirtschaftswissenschaften müssten wissen, wie man durch Utility erzeugtes Glück ermittelt und vergleicht. Utilitaristen und Welfaristen bemühten sich lange redlich, den empirischen Nachweis zu führen, wie durch bestimmte ökonomische Optionen Pain minimiert und Pleasure maximiert würden. Es galt, personale Glückszustände intersubjektiv vergleichbar zu machen. Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts wurde jedoch seitens führender Ökonomen wie Marshall, Pigou und Hicks eingestanden, dass dies im strengen Sinne gar nicht möglich sei. Nunmehr führte man das Argument der Nutzenmaximierung lieber analytisch als empirisch. Tonangebend beim Versuch, die Nützlichkeit des Nutzenfokus rein begrifflich zu erweisen, wurde Paul Samuelson mit seiner Revealed Preferences Theory. Er drehte den Spieß einfach um. Anstatt zu zeigen, dass die am Markt getroffenen Wahlentscheidungen die Präferenzen der Marktteilnehmer realisierten, postulierte er es. Wenn es sich nämlich bei den Käufern um streng rationale Entscheider im Sinne des Homo economicus-Modells handele, so müssten eben deren Kaufentscheidungen definitionsgemäß ihre jeweiligen Präferenzen
enthüllen sowie erfüllen. Entsprechend bewarb Samuelson seine Theorie, indem er erklärte, sie sei, Zitat Samuelson, freed from any vestigial traces of the utility concept. Das darin liegende Programm, Zitat Sen, to explain behavior without reference to anything other than behavior, gleicht aber laut Sen dem trügerischen Versuch, to get an empirical rabbit out of a definitional hat. Menschen, die bekommen, was sie wählen, erhalten durchaus nicht immer, was sie wünschten. Der Rückschluss vom Gewählten auf das Gesuchte übersieht, dass stets innerhalb bestimmter Optionen gewählt wird, während das Gesuchte oftmals jenseits derselben liegt. Unsere Freiheit geht keineswegs auf in der Summe getroffener Wahlen, sondern umschließt auch spurned options und options foregone. Man hat, um eine Formulierung von James Buchanan aufzugreifen, nicht nur die choice within constraints, sondern auch die choice of constraints zu bedenken. Wird diese transsystemische oder metasystemische Wahl mit jener intrasystemischen gleichgeschaltet, fällt es schwer, den Status quo des Systems zu hinterfragen. Es wird ja unterstellt, dass alle, die am Marktgeschehen teilnehmen, dabei eo ipso Glück und Wohlergehen fänden. Der Kniff mit den revealed preferences, erdacht als artige Dienstbarkeit der Theorie, schlägt um in eine unartige Verteidigung etablierter Praxis. Sen stellt aber in Abrede, dass subjektives Glücksempfinden ein angemessenes Kriterium für objektives Wohl sei. Der Arme, der sein Los akzeptiert, der Kranke, der über seinen Zustand nicht informiert ist, der Ungebildete, der sich kein besseres Leben ausmalen kann, sie alle schicken sich in ihr Dasein und finden vielleicht sogar zu bescheidenem persönlichen Glück. Subjektive Anpassung etabliert aber weder objektives Wohlsein noch Autonomie. Der Maßstab von Pleasure and Desire ist, kurz gesagt, too malleable to be a firm guide to deprivation and disadvantage. Man braucht einen gehaltvolleren, objektiveren, ja normativen Zugang zum Begriff der Wohlfahrt, meint Sen. Dies jedoch widerspricht dem positivistischen Methodenideal vieler moderner Ökonomen. Ist es nicht vielmehr Aufgabe von Ökonomik, von wenigen klar definierten Axiomen aus zu operieren und wirtschaftliches Verhalten in quasi naturwissenschaftlicher Weise gesetzmäßig zu beschreiben und so vorhersehbar zu machen? Wozu die dabei erreichbare Klarheit durch die Wahrheit von Wertfragen eintrüben? Weshalb über Normen streiten, wo man sich an Fakten halten kann? Warum debattieren, wo man modellieren? Warum urteilen, wo man rechnen kann? Das Homo economicus-Modell bringt diese Tendenzen auf den Punkt. Um Algorithmen bilden zu können, reduziert es wirtschaftliches Verhalten auf einfachste Elemente, wie zum Beispiel Rationalität und Selbstinteresse. Gegen das Rationalitätsaxiom als vereinfachende Annahme hat Sen wenig einzuwenden. Wohl aber gegen dessen Verknüpfung mit einer Presumption of ubiquitous selfishness. Diese Präsumption leistet nämlich entweder viel zu wenig und sei prognostisch unergiebig, wenn man sie, wie in der Revealed Preferences Theory, mit faktischem Konsumverhalten eng führe. Oder aber sie leiste viel zu viel, falls sie sich nämlich vorwagt zu der highly restrictive and thoroughly dubious empirical assumption that people in fact choose entirely according to their respective personal interests. Der Glaube, reiner Egoismus regiere die Welt, ist empirisch ebenso haltlos wie die Unterstellung, Menschen handelten einzig aus Altruismus. Wer letztere Sicht als high-minded sentimentalism ablehnt, muss auch, erklärt Sen, erstere als spiegelverkehrten low-minded sentimentalism zurückweisen. Wer die Rationalität des Homo economicus auf Eigennutz verkürzt, konstruiert einen rational fool, das heißt jemanden, der auf höchst verständige Weise zutiefst unvernünftig handelt. Schon präferenzlogisch ist eine solche Rationalität ziemlich irrational. Indem sie den Entscheider allein auf eigennützige Präferenzen festlegt,
reduziert sie ohne Not den Radius seiner als rational geltenden Wahlentscheidung. Being self-interested need not be foolish, but not to have the freedom to consider whether to be self-interested and to what extent is a serious limitation of rationality, so Sen. Er vertritt demgegenüber, dass ökonomische Rationalität unsere kritisch-reflexive Freiheit einschließt, to reason about what one should pursue, und verdeutlicht das wie folgt. Ein Mann, der eifrig daran arbeitet, sich mit einem besonders stumpfen Messer die Zehen abzuschneiden, handelt kaum rationaler, sobald er nach einer Analyse der relativen Ineffizienz der gewählten Mittel nun zu einem besonders scharfen Messer greift. Man kann, es will dies besagen, nicht sinnvoll über ökonomische Rationalität reden und die Debatte über die angemessenen Ziele und Zwecke unseres Handelns aussparen. Sen hält also am Rationalitätspostulat fest, will aber zeigen, dass es sich durchaus mit einer ethischen Reflexion auf die Ziele der Wirtschaft verträgt. Klug gerechnet wird ja auch von einer selfless person who wants to maximize, say, the aggregate social welfare or some feature of justice or equity. Die Rationalität menschlichen Verlangens hänge nicht von utilitaristischen oder egoistischen Prämissen ab. Der von der Ökonomik postulierte rational agent ist in Wahrheit eine reasonable person. The first and the most direct use of rationality must be normative. We want to think, act wisely and judiciously, rather than stupidly and impulsively. In jenem Urteil stützt sich Sen maßgeblich auf Arbeiten von Hilary Putnam. Dieser hatte seinerseits aufbauend auf der Kritik Quines an der lange dogmatisierten Fakt-Theorie-Unterscheidung in den Naturwissenschaften die Fakt-Norm-Differenz in den Sozialwissenschaften kritisch unter die Lupe genommen. Putnam zufolge scheitert die für das 19. Jahrhundert so stilbildende Trennung von empirischer Beobachtung und analytischer Aussage an der Wirklichkeit. Beispiele dafür sind das gekrümmte Raum-Zeit-Kontinuum oder die Quantendynamik. Beide existieren für uns nicht durch Beobachtung, vor oder außerhalb von Theorie, sondern allein aufgrund von und in Theorie. Wie bei der Welle-Teilchen-Dualität von Elektronen gut zu studieren, hängt, was man jeweils sieht, davon ab, wie man beobachtet. Und das ergibt sich daraus, wie das jeweilige Objekt gedacht wird. Erfahrung folgt Beobachtung und diese ihrerseits orientiert sich, bewusst oder unbewusst, gewollt oder nicht, an theoretischen Modellen. Kurz, wer aus Erfahrung lernen will, muss Denken üben. Wie man in der Physik immer seltener von theoriefreien Ereignissen sprechen kann, so gebricht es der Ökonomik oft an wertfreien Aktionen. So wie in der Physik, je komplexer, desto mehr Theorie definiert, was als Datum gilt, so konturieren in der Ökonomik Wertvorstellungen, implizite eher denn explizite, was als Faktum zählt. Ökonomik ist kein passives Produkt ihrer Objekte, sondern Konstrukt aktiver Subjekte. Wer dies nicht berücksichtigt und sich dessen ungeachtet an einer positivistischen Deutung wirtschaftlicher Realitäten versucht, verwechselt oft das Spiegelkabinett seiner Projektionen mit der Welt. Der ökonomische Positivist kommt so in die Gefahr, Menschen Motive abzuerkennen, die sie haben, und ihnen Präferenzen unterzuschieben, die ihnen abgehen. Insbesondere, wenn Menschen an Moral auch zu ihrem eigenen Nachteil festhalten. Zur Rettung des Homo economicus-Modells interpretieren ja manche derlei Aufopferungen als raffinierte Formen einer auf soziale Anerkennung oder transzendentes Heil erpichten Selbstsorge. Mit Hilfe von heimlichen, den Akteuren unbekannten Motiven wird gewöhnlicher Altruismus als ganz ungewöhnlicher Egoismus rekonstruiert. Wenn es aber solch wissenschaftlich fragwürdiger Ad-hoc-Unterstellungen bedarf, um etwa selbstloses Handeln nicht als unverständlich bzw. irrational abtun zu müssen, was sagt das über die hier zur Anwendung kommenden Modelle aus? Was, fragt Sen, ist von einer Theorie zu halten, die Gandhi, Martin Luther King Jr., Mother Teresa und Nelson Mandela allesamt zu huge Idiots erklärt? Nicht nur Schönheit liegt mitunter im Auge des Betrachters,
Schäbigkeit auch. Zwischenfazit: Normativität gehört zur Theorie ökonomischer Faktizität, weil Normativität zur Faktizität dessen gehört, was ökonomische Theorie beschreibt. Normative Ego-Ideale und Werte gehören zum Leben. Das Sollen hat ein Sein in unseren Strebungen. Gegen den Positivismus ist also einzuwenden, dass er, indem man nicht idealistisch genug vom Menschen spricht, nicht realistisch genug vom Menschen spricht. Ich komme zu Teil 2, Aufbruch zur Freiheit. Moralisch unbedingte und hedonistisch bedingte Bewertungsmaßstäbe, Commitments und Interests, lassen sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner reduzieren. Wenn es aber schon dem Einzelnen schwerlich gelingt, eine eindimensionale Wertskala für alle seine Lebensgüter auszubilden, dann hat die Suggestion wenig für sich, die Gesellschaft als Ganze solle sich hinsichtlich multipler, sowohl intersubjektiv relevanter als auch interdependent zu bewertender Güter einfach an Kosten-Nutzen-Vergleiche halten. Zwar führt der Gedanke einer letzten Inkommensurabilität ökonomischer Güter zu Anxiety and Panic among some valuational experts, die lieber in einer Welt lebten, die agreeably trivial ist und in der alle wichtigen Entscheidungen simply by quantity abgewogen würden. Doch derlei gleiche eben einem Daydream, meint Sen, dem man wachen Auges besser verabschiede. To insist on the mechanical comfort of having just one homogeneous good thing would be to deny our humanity as reasoning creatures. Weil ökonomische Cost-Benefit-Analysis jedwede Option dem Diktat des Quantitativen mehr ist besser als weniger unterwirft, hat sie durch Social Choice Judgments moderiert zu werden. Der wirtschaftliche Verstand muss beständig zur politischen Vernunft gebracht werden, sonst droht die ökonomische Kolonialisierung der Lebenswelt. Das gilt insbesondere im Hinblick auf den Markt. Als Entdeckungsverfahren für Knappheit und Wertschätzung taugt der Markt ja nur in Bezug auf kommensurable Güter. Wird hier der Teil für das Ganze genommen und die durch den Markt zu befördernde Pareto-Effizienz zum Richter aller, auch der nicht oder nur schwer marktgängigen Dinge erkoren, schlägt die viel gerühmte Informationsleistung des Marktes in ihr direktes Gegenteil um. Es kommt zu Fehlallokationen, denn a Pareto-efficient outcome may well be thoroughly unequal and nasty. Mehr noch, auch beim Gebrauch kommensurabler Vokabeln verhaspelt sich der Markt, wenn in seinem Sprachspiel nur einige wenige zu Wort kommen. Als Indikatoren funktionieren Märkte umso besser, je mehr Bürger sich durch Zahlungen an der Preisbildung beteiligen. Aber kein an unregulierten Märkten erzielbares Pareto-Gleichgewicht kann die ökonomische Kommunikationsfähigkeit aller Bürger sichern. Kurz, der Markt kann, auf sich allein gestellt, die Bedingungen seiner optimalen Effizienz weder schaffen noch reproduzieren. Darum fordert Sen eine Entmystifizierung des Marktes. The oddly common presumption that there is such a thing as the market outcome, unabhängig von allen soziokulturellen Umweltbedingungen. Diese geradezu mythische Vorstellung hat einer Wahrnehmung der sozialen Konstruiertheit von Marktwirtschaften zu weichen. Den Markt der Rational Choice Kalküle gibt es nirgends. Märkte und die Optionen, die sie bieten, sind diverse Schöpfungen der in ihre Ordnung und Umwelten eingegangenen Wertvorstellungen. Um die Vor- und Nachteile, die solche Märkte bieten, zu evaluieren und mitzugestalten, hatte vormoderne Ökonomik auf traditionelle Ethiken theologischer und metaphysischer Provenienz zurückgegriffen. Aber heute, in der Nachmoderne, steht dem die Pluralität individueller und sozialer Selbstverständnisse faktisch wie normativ entgegen, meint Sen. Das Fundament unserer sozialen Wirklichkeit muss daher die freie Entscheidung aller über den Wert und Unwert ihrer Optionen bilden. Auch die Wirtschaftswissenschaften dürften nicht hinter die Idee der Freiheit zurückfallen, so Sen. Ein solcher freedom-based approach sieht vor, über ein Social Choice Exercise mit Hilfe von Public Discussion ökonomische Orientierungsfragen zu entscheiden. Die Ökonomik schuldet den Bürgern schlicht die Möglichkeit, to discuss and debate and to participate in the selection of values and the choice of priorities.
Die Wirtschaftswissenschaft hat sich daher für Public Scrutiny and Criticism zu öffnen. Was alle angeht, muss auch von allen angegangen werden. Wohl geht es bei der Suche nach einem gesellschaftlich konsensfähigen Wertemix extremely messy zu, gesteht Sen. Und er weiß, many technocrats are sufficiently disgusted by its messiness to pine for some wonderful formula that would simply give us ready-made weights that are just right. Aber leider existiere keine solche magic formula. Nur vermittels Judgment, nicht durch some impersonal technology, kommen wir voran. Die Urteilsfreiheit der Individuen muss verteidigt werden gegenüber Berechnungs- und Entscheidungsverfahren, welche die ihnen innewohnende Choice of Values and Weights durch cultivated opaqueness unsichtbar machen. Anstatt also Wertmaßstäbe in Prämissen und Axiomen zu verstecken, sollten sie durch Public Participation zur Aussprache kommen und von der Gesellschaft durch Responsible Social Choice abgesegnet oder verworfen werden. Indem diese Verfahren die impliziten Wertvorstellungen der Diskursteilnehmer explizieren, unterziehen sie dieselben zugleich einer öffentlichen Kritik. Dabei ist es die Last der Freiheit, dass Social-Choice-Prozeduren nur dann praktikable Ergebnisse produzieren, wenn Leitwerte gefunden werden, die allen Beteiligten akzeptabel erscheinen. Genau in dieser Bürde liegt jedoch auch die Würde jener Verfahren. Zwischenfazit: Weil um der Zielgrößen der Ökonomie willen auch die Messgrößen der Ökonomik zur Debatte stehen, muss Wirtschaftswissenschaft sich für Value Judgments öffnen. Um bei der Umstellung von der vormaligen eindimensionalen Nutzenrechnung auf eine mehrdimensional freiheitliche Ökonomik allerdings genau jene Transparenz zu bieten, die er bei seinen Kollegen vermisst, will und darf Sen seinen eigenen Bewertungsrahmen nicht einfach vorgeben. Da er die Ökonomik für kritische Infragestellung öffnen will, muss Sen natürlich auch das von ihm selbst verwendete Freiheitsverständnis eigens legitimieren. Und er tut dies durch die Kritik konkurrierender Freiheitsbegriffe. Teil 3: Von Substantive Freedom zu kosmopolitischer Verantwortung. Freiheit ist zwar einerseits auf Ziele bezogen, geht aber andererseits nicht in ihnen auf. Umgekehrt, obschon Freiheit sich nicht selbst genügt, gefällt sie doch an sich selbst. Die Achtung von Freiheit als Selbstzweck ist von ihrem Wert als Mittel zu bestimmten, nur durch sie erreichbaren Gütern zu unterscheiden. Die intrinsische und die instrumentelle Wertschätzung von Freiheit sind zweierlei. Anders als bei vielen angloamerikanischen Ökonomen üblich, reduziert Sen daher die Idee der Freiheit nicht auf ungehinderte bzw. zwanglose Präferenzerfüllung. Freiheit erstreckt sich nicht nur auf gegebene Präferenzen erster Ordnung, wie etwa den Wunsch zu rauchen, sie umfasst auch Second-Order-Preferences, wie zum Beispiel die Metapräferenz not to have the preference for smoking. Anstatt ganz robotisch fixierte Präferenzordnungen je nach der Stärke der in ihnen auftretenden Vorlieben abzuarbeiten, kann Freiheit kritisch fragen, what preferences should I have? In dieser Reflexion auf sich selbst umgreift die Idee der Freiheit auch alle Bedingungen, welche unsere Präferenzen beeinflussen. Insofern folgt aus dem direkten Anspruch auf Freiheit ein indirektes Verlangen, auf jene Kontexte der Freiheit einzuwirken. Freiheit ist mithin von Grund auf politisch. Sie manifestiert sich nicht bloß durch eine Wahl zwischen vorgegebenen Alternativen, sondern immer auch in der Suche nach und in der Wahl von besseren Alternativen. Weil der Begriff der positiven Freiheit diese kontextuellen Voraussetzungen thematisiert, kann Sen ihm viel abgewinnen. So schätzt Sen etwa, dass in Theorien positiver Freiheit jedes praktische Engagement für Freiheit
eine mindestens implizite, besser explizite Stellungnahme zur Wertigkeit von Optionen beinhaltet. Für ihn steht zudem außer Frage, dass zu Freiheit im vollen Sinne auch gehört, allen Menschen faire Lebenschancen zu sichern. Dem, der keinen konkreten Besitz hat, ist mit dem abstrakten Recht negativer Freiheit auf dessen Verteidigung nicht sonderlich geholfen. Positionen, die sich lediglich auf negative Freiheit versteifen, hält Sen deshalb für unterkomplex. Er ordnet folglich den Begriff negativer Freiheit dem der positiven Freiheit eher ein und unter als bei und schon gar nicht über, wie der Mainstream der angloamerikanischen Literatur. Weil wir positive Freiheit schätzen, sollten wir negative schützen. Die Theorie negativer Freiheit missversteht, dass es so oft weit weniger auf die private Kontrolle über Handlungsräume ankommt, als auf deren Ausgestaltung. Während Libertäre Glauben machen, jeder quantitative Zuwachs staatlicher Kontrolle zöge notwendig einen Verlust an individueller Freiheit nach sich, kann genau das Gegenteil der Fall sein. In einem Wohnviertel, wo die Polizei sorgsam patrouilliert, steht es womöglich besser um den Freiheitsschutz der Bürger, als dort, wo diese sich bewaffnen und selber für Ordnung sorgen. Das zeigt, die primär freiheitsrelevante Unterscheidung ist nicht quantitativ, ein Plus oder Minus an Staatsgewalt, sondern qualitativ. Es kommt darauf an, wie und wofür jene Gewalt eingesetzt wird. Erst sekundär zu solchen Überlegungen lässt sich plausibel dann deren quantitatives Maß erörtern. Weil das alte, duale Schema von negativer und positiver Freiheit solche Differenzierungen erschwert, ersetzt Sen es zuletzt durch ein anderes Modell. Dieses unterscheidet einen Process-Aspect von einem Opportunity-Aspect und führt beide Begriffe im Konzept von Substantive Freedom zusammen. Der Opportunity-Aspect richtet sich auf unsere Lebenschancen. Der Process-Aspect untersucht, wie diese zustande kommen. Und dabei grenzt sich Sen von utilitaristischen wie von libertären Konzeptionen gleichermaßen ab. Eine utilitaristische Beglückungsdiktatur, die Menschen Lebenschancen auf Kosten ihrer staatsbürgerlichen Freiheiten einräumt, findet er höchst unattraktiv. Aber Sen hält eben auch fest, Achtsamkeit gegenüber freiheitlichen Verfahren ist keineswegs gleichzusetzen mit Achtlosigkeit bezüglich der absehbaren Konsequenzen jener Prozeduren. Even if procedural liberty is given a special status, it is highly implausible to claim that it would have as absolute and relentless a priority as libertarian theories insist it might have. Das Recht auf Besitz und Eigentum zum Beispiel must not necessarily be taken as being just as momentous as my right not to be tortured or killed. Genau solche Differenzierungen aber werden verwehrt, wenn Libertäre beide Rechte gleichrangig als side constraints der Freizügigkeit behandeln. Gegen Nozick gerichtet, gibt Sen zu bedenken, dass Institutional Fundamentalism, das ist ein Freiheitsschutz, der nur auf Verfahren, nie auf Endresultate achtet, extrem kontraintuitive Ergebnisse zeitigen kann. Even gigantic famines can result without anyone's libertarian rights, including property rights, being violated. Wer aber wagt zu behaupten, dass Individuen, die verhungern, keinen Schaden an ihrer Freiheit nehmen, wo es ihnen doch an der elementarsten aller Freiheiten, an der Basic Freedom to Survive, mangelt. Dass sich die Konzeption negativer Freiheit dennoch immer so großer Beliebtheit erfreut, führt Sen deshalb auf exogene Gründe zurück. Ein bloß formaler Freiheitsbegriff lässt sich leichter quantifizieren und einer mathematisierten Sozialwissenschaft einpassen. Man zählt einfach Optionen und identifiziert jeden Zuwachs derselben mit Freiheitsgewinn. Schon befindet man sich in den vertrauten Gefilden der Maximierungslogik. Doch so lügt man sich in die Tasche. Wer Freiheit ansieht, as a matter of the size of the set from which one can choose, übersieht zum eigenen Schaden, dass das Ausmaß individueller Freiheit nicht sinnvoll beurteilt werden kann, without reference to the person's values and preferences. Eine Wahl muss beurteilt werden, not just in terms of the number of options one has, but with adequate sensitivity to the attractiveness of the available options.
Die Quantität von Optionen gewinnt Bedeutung erst sekundär im Hinblick auf die primär zu bewertende Qualität derselben. Oft bedeutet ein Minus an Optionen ein Majus an Freiheit. Einige wenige gute Optionen sind eine Auswahl aus zahllosen scheußlichen Möglichkeiten, sich hervorzuziehen. Insbesondere autonom verfügte Beschränkungen der Freedom to Act können einen Zugewinn an der Freedom to Achieve erwirken. Indem mehrere sich in ihrem Handeln aufeinander abstimmen, wird allen das Erreichen gemeinsamer Ziele möglich. Kollektive Aktionsformen und soziale Ordnungen begrenzen individuelle Freiheit also nicht nur, sie erweitern sie auch, indem sie allererst bestimmte, andernfalls ausbleibende Möglichkeiten stiften. Jener Opportunity-Aspekt von Freiheit, Zugang zu sinnvollen Optionen zu haben, steht und fällt mit der Möglichkeit, in Koordination mit anderen die eigenen Präferenzen kritisch zu evaluieren und in Kollaboration mit ihnen zu verändern. Individuelle und kollektive Freiheiten sind deshalb intrinsisch aufeinander verwiesen. Individual freedom is quintessentially a social product. Daraus folgt, wer sozial vermittelte Freiheit in Anspruch nimmt, darf sich der Mitarbeit an der sozialen Konstruktion der Freiheit anderer nicht verweigern. We have to see individual freedom as a social commitment. Soziale Institutionen bestimmen die Lebenschancen der Individuen mit. Wir müssen daher diese Institutionen selbst in the light of their contributions to our freedom evaluieren und reformieren. Dabei hilft uns das Konstrukt eines Sozialvertrags, der hervorgeht aus einer allseitigen Smart Maximization of Self-Interest, kaum. Über die Präferenzen aller symmetrisch reziprok verhandelnden Subjekte hinaus stehen ja auch stets asymmetrische Interessen zur Diskussion. Erst zukünftig zur Welt kommende Menschen können beispielsweise nicht nutzbringende Vertragspartner sein, wohl aber Anspruchsberechtigte einer unparteiischen Denkungsart. Anders gesagt, angesichts von Menschen, die uns niemals nutzen oder schaden können, versagen die kontraktualistischen und spieltheoretischen Modelle symmetrischer Reziprozität. Nicht nur partiell, sondern prinzipiell. Dennoch sollten wir natürlich auf die Bedürfnisse solcher Menschen Rücksicht nehmen, und zwar nicht nur im Sinne eines benign Humanitarianism, sondern aus Fairness. Unser Gerechtigkeitssinn weist uns hier in die rechte Richtung. Nicht die, in diesem Fall ja gar nicht gegebene, Möglichkeit, uns mit jenen anderen vertraglich ins Benehmen zu setzen, verpflichtet uns, sondern allein die Tatsache, dass wir das Leben zukünftiger Generationen gravierend beeinflussen. Weder als Social Contractor noch als Utilitarian in Camouflage können wir jene unilaterale Verantwortung überhaupt erklären. Dieses Scheitern, dieses augenfällige Scheitern symmetriefixierter Sozialphilosophien an der Klippe von Asymmetrie ist für den Theoriefortschritt ein heimlicher Segen. Es lässt uns erkennen, dass die Idee der Freiheit eines normativen Fluchtpunkts bedarf, fernab des Limited and Limiting Framework of Social Contract. Jenseits der Logik symmetrischer Wechselseitigkeit benötigen wir eine Theorie, welche auch einseitige sowie asymmetrische Verbindlichkeiten rechtfertigen kann, und zwar als Ausdruck, nicht als Aufhebung von Freiheit. Dies verdeutlicht das generelle Anliegen des Capability-Ansatzes. Die Formulierung einer Freiheitstheorie, der zufolge individuelle Freiheit im Beitrag zur Emanzipation anderer nicht reduziert, sondern realisiert, nicht konterkariert, sondern komplementiert wird. Jene essentielle Freedom to achieve actual livings that one can have reason to value hatte bereits Martha Nussbaum im Ausgang von Aristoteles näher unter die Lupe genommen. Ihren empirisch gesättigten sowie philosophisch aufgeklärten Freiheitskonzept der menschlichen Capabilities to Function kann Sen viel abgewinnen. Vor allem in der von ihr geforderten Konzentration auf Functionings rather than Commodities only erkennt er die Gelegenheit einer überfälligen Fortschreibung
der seit Ende des 18. Jahrhunderts vernachlässigten Tradition qualitativ ausgerichteter Ökonomik. Worum handelt es sich bei der Unterscheidung von Functionings und Capabilities? Ein Reicher, der fastet, mag sich in einem ähnlichen physischen Entbehrungszustand befinden wie ein Armer, der hungert. Trotz gleicher Functionings haben beide klarerweise ein unterschiedliches Capability-Set. Der eine kann jenen Zustand abwählen, der andere nicht. Der Reiche verfügt also trotz gleichen Verhaltens über mehr Substantive Freedom. Darin stimmen Sen und Nussbaum überein. Ihre Ansichten laufen auseinander indes, welchen Stellenwert innerhalb der Substantive Freedom die prozedurale Freiheit zweiter Ordnung zukommt, die materiellen Freiheiten erster Ordnung mitzubestimmen. Bei Aristoteles, dem geistigen Ahnherrn jenes Ansatzes, gibt es, Nussbaum zufolge, eben just one list of functionings that do in fact constitute human good living. Ähnlich käme es auch heute darauf an, sagt sie, diese eine Grundmenge möglichst exakt zu definieren. Nussbaum vermisst bei Sen daher einen objective normative account of human functioning. Sie kritisiert, seinem Modell mangele eine procedure for objective evaluation, by which functionings can be assessed for their contribution to the good human life. Sen, umgekehrterweise, stößt sich an Nussbaums Elimination von Deutungsspielraum. So wie Sen den Begriff der Substantive Freedom versteht, schließt dieser, wie wir gesehen hatten, ja auch prozedurale Dimensionen mit ein. Sen will daher den Capability Approach offen halten für divergierende Antworten auf die Frage, welche Freiheiten jeweils die nötigsten sind. Nicht Ökonomen oder Philosophen sollen hier das letzte Wort haben. Statt einer einzigen Antwort auf die Frage, welche Capabilities Menschen in den Stand von Substantive Freedom versetzen, soll es genauso viele Antworten wie politische Gemeinschaften geben. Hier und heute andere als andernorts und zu anderen Zeiten. Neben der ganz pragmatischen Erwägung, seine Theorie nicht zur Spartenökonomik für Sen-Jünger einzuengen, verweigert sich Sen auch aus methodischen sowie sachlichen Erwägungen Nussbaums Suche nach exactly one interpretation of the metaphysics of value. Methodisch spricht viel dagegen, Wertungsfragen entscheiden zu wollen, before an agreement is reached on the choice of an evaluative space. Und damit hängt die sachliche Überlegung zusammen, dass Wahlfreiheit ja an sich selbst ein Gut darstellt, und zwar nicht nur für Liberale, sondern doch wohl auch für teleologische Theorien des Well-Being. Denn the freedom to choose our life can make a significant contribution to our well-being. Und statt also von akademischer Warte aus festzulegen, was der absolut beste Kanon substanzieller Freiheiten wäre, will Sen, dass die relativen Abwägungsentscheidungen darüber von denjenigen getroffen werden, die allein das Recht zu Trial and Error haben, den Bürgern. Jene sind aufgerufen, zunächst diejenigen Prozeduren festzulegen, mittels derer verhandelt wird, und sodann über die Sache zu entscheiden. Beide Entscheidungen, die prozedurale sowie die substanzielle, liegen beim Volk, nicht bei den Professoren, meint Sen. Im direkten Vergleich, Marcel Nussbaum will von Expertenseite aus einen verbindlichen Katalog dessen formulieren, was jeder Mensch überall zu jeder Zeit zum Freisein benötigt. Oder wie Amartya Sen mir das gesprächsweise mal beichtete, she always wanted the least, Klaus, always the least. Sen hingegen strebt einen solchen Blueprint für Verteilungsfragen gar nicht erst an. Diese Konkretisierungsleistung überlässt er den jeweiligen politischen Gemeinschaften. Hier trennen sich daher die Wege des liberalen Aristotelismus von Nussbaum und des aristotelisch beeinflussten Liberalismus von Sen. Da Freiheit für Sen ein inherently diverse Concept darstellt, muss sie auch hinsichtlich der Capability Perspective inescapably pluralist bleiben. Die Frage, welchen Freiheitsgewinn bestimmte Functionings erbringen, erlaubt je und je unterschiedliche Antworten. Einmal, weil Personen mit unterschiedlichem objektiven Bedarf, zum Beispiel behinderte Menschen, divergente Nutzungen aus gleichen Gütern ziehen. Zum anderen aber auch, weil je nach den subjektiven Präferenzen
selbst noch bedarfsproportionierte Güterzumessungen verschiedenen Individuen Unterschiedliches bedeuten. Die Diversität der Freiheitsbegriffe verschiedener Kulturen und Gemeinwesen wirkt sich da auch nicht als ein Einwand gegen, sondern als ein Argument für Sands Freiheitsidee aus. Während jene irreduzible ethnologische Komplexität Nussbaums Freiheitsbegriff gleichsam abwertet, wertet sie den Sands auf. Gerade deshalb aber erscheint mir Sands Wortwahl ungeschickt. Gemeinhin bezeichnet ja das Adjektiv Substantive selbstständige, sich gegenüber Wandel durchhaltende Attribute, also solche etwa, wie Martha Nussbaum sie auf ihrer Liste der Capabilities versammeln möchte. Polarkonträr dazu ist das prozedurale Moment der Freiheit, welches Sen ja aber gerade nicht externalisieren, sondern integrieren möchte. Deshalb wäre es meines Erachtens zielführender, die von Sen skizzierte Vorstellung von Freiheit als qualitative Freiheit zu titulieren und mit quantitativen Ansätzen zu kontrastieren. Das Attribut qualitativ legt nur auf Sachhaltigkeit im Allgemeinen, nicht auf ganz bestimmte Qualitäten fest. Es entspricht also genauer der Sentient Intuition, was der Capability Approach eigentlich leisten soll. Nämlich auf der materiellen Bestimmungsbedürftigkeit von Freiheit zu bestehen, ohne sogleich deren konkrete Bestimmung vorzugeben. Darum erscheint qualitative Freiheit mir eine zugleich genauere sowie einfachere Bezeichnung dessen, was Sen mit Substantive Freedom im Sinn hat. Wie dem auch sei. Jedenfalls folgt aus Sens Ansatz, freiheitliche Ökonomik handelt nicht ontologisch von Gütern, sondern verhandelt axiologisch Meinungen über Güter. Nicht Werte an sich sind ihr Thema, sondern Werte für uns. Statt alle historische und geografisch-kulturelle Differenzen vernachlässigende Ziel- und Messgrößen anzustreben, hat sich eine an der Idee der Freiheit orientierende Wirtschaftswissenschaft für den Wandel der Werte und Institutionen zu sensibilisieren. Sie muss daher mehr und ungleichartigere Informationen verarbeiten, als vorgesehen von einem noch an der Mechanik des 19. Jahrhunderts orientierten Methodenideal. Vom Ideal absoluter Kommensurabilität muss deswegen zugunsten einer pragmatischeren Betrachtung von Partial Comparabilities abgewichen, abstrakte Präzision schon mal für konkrete Sachangemessenheit eingetauscht werden. Nur demokratisch, nicht technokratisch, kommt es in Sense Ökonomik zur Conceptualization of Needs. Durch die Interactive Formation of Public Perceptions konstituieren sich das Privatindividuelle und das politisch Allgemeine wechselseitig. Verantwortung für das Allgemeine muss der Substantive Freedom daher nicht von außen aufgezwängt werden, da sie von selbst schon darauf drängt. Soziale, moralische und ökologische Verantwortung nivelliert oder reduziert diese Freiheit nicht. Sie realisiert und manifestiert sie. Während quantitative bzw. negative Freiheit typischerweise Verantwortung externalisiert, wird sie von qualitativer Freiheit bzw. von Substantive Freedom integriert. Darum auch ist es kein nachgeordnetes Anliegen, sondern der originäre Fluchtpunkt von Sens Theorie, dass sie in der Frage kulminiert, was offene Gesellschaften sich und einander schulden. Da das Recht auf Freiheit der Einzelnen nicht in der Partikularität der Subjekte, sondern in ihrer allgemeinen Personalität gründet, nicht in ihrer Jeweiligkeit, sondern in ihrem Menschsein, mündet seine Theorie ganz folgerichtig kosmopolitisch aus. In der Aufgabe, allen Weltbürgern zu substanzieller Freiheit zu verhelfen, entledigt sich die Idee der Freiheit aller falschen Beliebigkeit und konkretisiert sich in globaler Verantwortung. Ich fasse zusammen. Sen glaubt, bevor die Wirtschaftswissenschaften erfolgreich Splitter aus der Wirklichkeit entfernen können, müssen sie sich des Balkens im eigenen Auge bewusst werden. Denn zwischen einer kritisch selbstreflexiven Ökonomik der Freiheit, die die Freiheit gewährt in der Wahl ihrer Methoden und Themen, und der Bestandskraft einer freiheitlichen Ökonomie besteht ein enger Zusammenhang. Um der Nachhaltigkeit der liberalen Wirtschaftspraxis willen, bedarf es einer freiheitsbasierten und freiheitsorientierten Wirtschaftstheorie. Diese Ökonomik der Freiheit strebt statt einer monodimensionalen Maximierung von Nutzen
die mehrdimensionale Optimierung von unterschiedlichen Capabilities an. Entscheidend ist, die für diese Neuorientierung maßgeblichen Substantive Freedoms müssen vom demokratischen Selbstverständnis der Bürger her und nicht vom Katheder herab bestimmt werden. Mit jener Forderung, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen, unterwirft sich Sens Ansatz eben jener Rekursivität, die er bei anderen Theoretikern vermisst. Kurz, seine Theorie übersteht ihre kritische Selbstanwendung. Amartya Sen liefert also eine Ökonomik der Freiheit, ebenso im Genitivus Objektivus als eine Ökonomik für die Freiheit, wie im Genitivus Subjektivus als freiheitlich geleitete Wirtschaftswissenschaft. Er zeigt, ökonomische Freiheit findet in kosmopolitischer Verantwortung zu sich selbst. Dass sie sich letztlich der gesamten Menschheit gegenüber zu verantworten hat, bedeutet weniger eine Schranke als eine Chance für sie. Denn jene quantitative Grenze der ökonomischen Freiheit ist eigentlich ihr qualitativer Grund. Wirtschaft ist Form und Funktion verantworteter Freiheit. In dieser Limitation liegt ihre Legitimation. Ich bedanke mich bei Ihnen.